Fireproof Games präsentiert The Room 2. Ja, der zweite Teil von The Room. Mein Name ist Kusukitz, ich spiele gern und ich spiele The Room 2. Ja, ich hab eben schon mal angefangen, das aufzunehmen. Leider hat er da alles nichts mitgeschnitten, deswegen sag ich jetzt nochmal von vorne neues Spiel und los geht's. Ich hoffe, das Spiel startet da, wo das erste geendet hatte. Tutorial, klicke um zu beginnen. Klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Ich sehe da hinten schon mal einen weiteren Raum. Doppelklicke auf die Notiz, um sie heranzuzoomen. Doppelklick geht schneller. Klicke und ziehe, um die Notiz zu öffnen. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann müsstest du hier rauskommen. Willkommen, mein Freund. Es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht. Doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht, auf das dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesem Raum verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Ort. Schau dir das Okular im Inventar an. Die Linse ist kaputt. Klicke auf das Pfeilsymbol, um das Inventar zu verlassen. Rechtsklicke, um herauszuzoomen. Zoome weiter heraus, um dir den Rest des Raumes anzusehen. Doppelklicke auf den anderen Tisch, um ihn dir anzusehen. Doppelklicke auf die runde Kiste. Drehe das Schlüssellochdeckel. Drücke den Knopf. Klicke und ziehe, um den Deckel zu öffnen. Ein Puzzle. Es scheint, es ließen sich einige der Objekte verschieben. So zum Beispiel. Oder auch so. Und zu guter Letzt. So. Wische, um die Schublade zu öffnen. Klick auf die Linse, um sie aufzunehmen. Das ist ein guter Moment, um zu sagen, dieses Spiel ist eigentlich auf Mobile-Geräten erschienen und dann auf PC portiert worden, wo ich es jetzt spiele. Die Linse scheint in das Okular zu passen. Klick. Aufgesetzt. Klicke, um das Okular anzulegen. Manchmal lassen sich mit dem Okular Dinge sehen, die sonst verborgen sind. So wie dieser Fingerabdruck. Ich klicke auf den Fingerabdruck. Ich nehme das Teil auf. Ein kleines Stück geformtes Metall. Ich sollte versuchen herauszufinden, wo ich dieses Teil einsetzen kann. Klicke, um das Okular abzulegen. Erkunde den Raum. Das mache ich doch gerne. Oh, hier liegt noch eine Notiz, sagte ich. 23. Oktober 1883. Mr. Rigby, ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in Sie nicht teile. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart niederer Herkunft und derart geringen Ranges wie Sie niemals einstellen. Es lässt mich erschaudern, dass wir einen Grabräuber bei uns aufgenommen haben. Doch wie Mr. Diffon zu sagen pflegt, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Es obliegt nun also mir, Sie bezüglich Ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten. Denn wie Sie sicher wissen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr nur dann entlohnt, wenn Sie das Artefakt haben. Sollten Sie... Die Schreibfläche mit den Fragezeichen leuchtet auf, wenn neue Hinweise verfügbar sind. Ja, ja. Sollten Sie abseitige Gedanken entwickeln, darf ich Sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormem Wert ist, aber das auch nur für eine Handvoll Wissenschaftler. Für die Augen oder Hände ungebildeter Herren, wie Sie es sind, ist es nicht vorgesehen. Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass Sie jegliche Manipulation an dem Objekt unterlassen. Andernfalls könnten Sie in größte Gefahr geraten. Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument, das von niederen Geistern in Ruhe gelassen werden muss. Okay, ich nehme das Ding hier mit. Und überlege mal, wo ich das einsetzen könnte. Z-Dreieck, okay. X, Quatsch, Sanduhr. Vielleicht hier drüben. Irgendwas hat es sich noch mit dem hier auf sich. Sieht aus als Fehler ein Teil. Das ist durchaus möglich. Und es sieht so aus, als würde hier was reinpassen.
hier sind ein paar Scheiben. Die drehe ich so raus, ups. Und habe eine Kugel. Eine merkwürdige Messingkugel. Das müsste irgendwo passen. Leider weiß ich ja schon wo. Sesvin. Ups, da. Denn leider hat die Aufnahme gerade voll verloren, deswegen weiß ich schon, was zu tun ist. Ein Medaillon gefunden. Sieht interessant aus, das sollte ich mir genauer anschauen. Ich schaue es mir genauer an. Folge den Pfeilen. Obwohl etwas zu dieser Form passt. Na, auf jeden Fall. Aber nicht mehr an diesem Tisch, sondern hier drüben. Hier könnte wohl etwas eingesetzt werden. Okay. Z. Zeichen. Dingsbums. Auf geht's. So. Z. Das war, glaube ich, hier. Da oben. Die Sanduhr. Und als drittes. Das da. Und ein Engel. Ah, mit verbundenen Augen. Okay. Ich muss noch kurz trinken. Und das Symbol hatten wir schon mal gesehen. Das war das erste Kapitel, das ich leider viel zu schnell gemacht habe, weil ich es eben gerade schon gelöst habe, bevor ich diese Aufnahme jetzt durchgeführt habe. Und klicke jetzt auf Spiel fortsetzen. Und leider wird der Anfang dieses Raums auch wieder schnell. Denn wie gesagt, meine Aufnahme ist eben nicht so ganz erfolgreich gelaufen, deswegen kenne ich leider den anfänglichen Rätsel hier schon. Aber bald ist wieder der Stand, wo ich nichts mehr weiß. Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereits auf den Vormast geklettert. Die Tat eines Narren. Der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Mastkorb kaum das Deck sehen kann. Geschweige denn die Helena. Und dennoch habe ich das Waffendeck die Kanonen bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit sein. Hier war aber also auch nichts Geheimes versteckt, das ich nur mit der Linse sehen kann. Und hier auf diesem Korb kann ich was drehen. So dass der letzte Meter bescheidbar ist. Ein kleiner goldener Schlüssel. Und dann muss ich die Kanonen bereit machen. Indem ich sie hier drehe und nach da vorne ziehe. Finde ich nämlich das Schlüsselloch. Da stecke ich den Schlüssel rein, drehe ihn rum und das Ding hier geht auf. Ein weiterer Schlüssel. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Da unten war nichts und damit habe ich jetzt gerade hier was gemacht. An dieser Truhe.
Ah ja, genau, hier geht das Ding jetzt auf. Und ich muss die Form dieses Schlüssels nachbauen. So ein bisschen aussieht wie so ein kleines dickes Männchen. Und hier sehe ich jetzt ein Flugzeug. Ich hätte aber gerne das dicke Männchen. Mit dem Deckel oben drauf. Ich habe ja erst gedacht, das hätte was mit diesen Figuren hier zu tun, aber es müssen leider nur die drei sein. Schon passt der Schlüssel. Dann mache ich den Deckel hier auf. Und hier muss ich gestehen, habe ich eben schon schnell gelöst. Weil es auch nicht so wirklich kompliziert war. Ich habe mich einfach nur blöd gedreht und diesen Knopf hier entdeckt. Und schon ging das Ding in der Mitte auf. Dann nehmen wir das so und... Und schon habe ich hier was in der Mitte. Dafür habe ich aber noch nichts. Hier an der Seite leuchtet in der knallbunter Farbe auch noch was auf. Und ich weiß noch nicht, wofür das gut ist. Ich gehe jetzt hier nochmal an Deck, weil ich hier noch was übersehen habe. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, ein Armenviertel. Warum nicht die Kajüte einer geschwind segelnden Galeere? Jeder schwindelerregende Schritt schleudert mich quer über den Globus, als wäre es ein schlichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinen Weg folgen oder dir einen neuen Weg bahnen? Gemessen an meinen Erfahrungen hast du gewiss schon so mancherlei erlebt. Ich werde weitere Notizen hinterlassen und dies solltest du auch tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort für wahr, doch irgendetwas stimmt hier nicht, wenn ich auch nicht zu sagen vermag, was. Ein Hauch irdischer Realität fehlt, bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschminke. So. Genau, hier hatte ich die vier Dinger geöffnet und habe das Buch gesehen. 30 Wochen sind wir nun bereits auf See und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich ich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Für Freibeuter steht viel auf dem Spiel und meine Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Denn auf der San Esposito gemachten... Den auf der San Esposito gemachten Gefangenen zufolge müssten wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Neu-Granada finden. Tumbe Handlanger waren es, mit allen außer dem Arbeiten auf Deck anvertraut, doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Genau, an dieser Stelle habe ich schon... Vorhin, glaube ich, nicht mehr gewusst, was los ist. Ich weiß immer noch nicht, was das hier soll. Der Schlüssel ist auch schon wieder weg. Dann habe ich auf das Fragezeichen geklickt und den hier entdeckt. Der ist ein bisschen sehr versteckt. Respektive hätte ich nicht gedacht, dass damit was zu tun ist. Ein kleiner Schlüssel. Der passt bestimmt irgendwo rein. Ach ja, hier war noch was. Was ich nicht wusste. Gut, dass mein Gedächtnis so schlecht ist. Deswegen muss ich nämlich jetzt hier rätseln, wie es weitergeht. Hier ist noch was.
Eine seltsame Röhre. Den Punkt habe ich nämlich total vergessen. Klack. Klack. Und schon passt das hier in die Mitte. Und dieses Rätsel habe ich gemacht. Es dauerte nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftige Strömungen gen Norden, um ihren Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Gelände näher kamen, wandten wir uns 2 Meilen gen Westen, um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur zu finden war, fuhren wir 3 Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerte sie das Kap. Nun mussten wir der Tilde harren. Also 2 nach Norden, 2 nach Westen, 3 nach Süden. 2 nach Norden, 2 nach Westen und 3 nach Süden. Tschüss. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Als sie uns hinter sich erblickte, fuhr sie 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank hinein. Angesichts der schweren Ladung könnten wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß dieser verfluchte Nebel legt. Dann habe ich das hier gelöst. Und den Schlüssel benutzt. So war's. Denn dann verändert sich die Karte und ich kann nach 4 nach Westen, 4 nach Norden und 2 nach Westen. Okay, dazwischen hatte ich dann das mit dem Schlüssel und so weiter. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich der Nebel und da war sie, 6 Meilen im Süden. Wir näherten uns ihr rasch und sie floh 2 Meilen weiter nach Osten zum Kap hin. Nun ist sie gerade einmal noch 1 Meile im Norden. Das Kap wird sie nicht mehr erreichen. Und jedes Mal, wenn das so nach Regenbogen aussieht oder nach irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, kann man mit dem Okular was gucken. In diesem Fall einfach ein bisschen nach links steuern und dann dieses Bild vollenden. Was zwar nicht ganz genau aussieht, aber wichtig ist es auch nicht, Hauptsache die Karte verändert sich. Und dann heißt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach Süden, 2 nach Osten und 1 nach Norden. Wie es in dem Text beschrieben ist. Und dann fuhren wir in ein Loch. Eine bemalte Galionsfigur. Und wo kommt so eine Galionsfigur hin? An die Spitze eines Schiffs. Und dort finden wir ein Steuerrad. Und ansonsten gibt es hier nichts. Das Steuerrad befindet sich hinten, weil das Steuer... Ups, nach rechts... Na gut, drehen wir es nach links, auch schön. Hauptsache, das gibt dieses Ding hier frei. Und wir hissen die Segel. Wir dürfen hier unten jetzt einen Namen eingeben. Wie eben schon erwähnt, diese komische Farbgebung weist auf die Linse hin. Rose, wie die Dame, die die ersten beiden Staffeln den Doktor begleitet hat. Rose. Ein Edelstein. Hälfte. In die Mitte. Glückwunsch.